Habe ich das Schloss schon geknackt? Ich glaube nicht, ne? Wie komme ich da unten hin? Ah, hier. So. Ne, das ist der, wo ich gesucht habe. So. Dankeschön. Steinwandstromkreis. Okay. 4 Stück noch insgesamt von den Mondquadermonden. Den Rest lasse ich mir dann wieder von Onkel Amiibo zeigen. Die Note haben wir schon gemacht, das weiß ich. Wie? Okay. Ich frag gar nicht. Ich hab's herausgefunden. Danke. Ich war gerade leicht verwirrt, aber alles okay. Na du? Du bist hässlich. Und tschüss. Der macht voll komische Geräusche irgendwie. Aber ich mag den. Der ist mir sympathisch. Jetzt muss ich noch irgendwie auf die Schlossmauern kommen. Ups. Nee, so geht es nicht. Gehen wir doch einfach so hoch. So, der eine war hier irgendwo. Ich brauche einen Piekser. Gab's hier einen Piekser? Da gab's einen Piekser. Und da ist eine Note. Die Note ist neu. Ja, die Note ist definitiv neu. Aua. Schaffe ich wahrscheinlich eh nicht mehr, oder? Doch! Gerade so! Oh! Huhu. Den nehme ich mit. Notenjagd die Mauer entlang und dann holen wir gleich den da hinten noch und dann haben wir zumindest mal alle von den Mondquader. Und dann fehlen, glaube ich, nicht mehr so viele. Ich hoffe es zumindest. Ah, kurz ist gut. Ich treffe doch dieses Loch nie. Ah, ich bin so doof. Das war meine eigene Dummheit, also da gebe ich jetzt dem Spiel keine Schuld. Hi. So, sind wir wieder da. Und holen den da ab. Ich treffe dich auch nicht, ne? Aber du triffst mich immer. Das ist unfair. Das ist gemein und unfair. Das ist Mobbing. Also fast. Also eigentlich nicht, aber... Egal. So. Oh, ich habe gerade denselben Fehler schon wieder gemacht. Jetzt bin ich drin, danke. Wer platziert ihr in der Mitte so ein doofes Loch? Außer, hol dir mal einen gescheiten Architekten. So. Jenseits der hohen Mauer. Fix. Okay. Na du. Und rüber. Gab's hier noch irgendwas Interessantes? Ich glaube nicht. Sieht zumindest nicht so aus.
denn da hoch? So. So macht man das. Genau, da hinten war ja noch was. Ist das der Vogel oder? Das ist der Vogel. Mist! Oh, jetzt geht das wieder los. Ich krieg das doch nie hin. Ganz vorsichtig. Ja, danke. Es piept in Bowsers Festung. Ach echt? Das ist immer was ganz Neues. So, wie viele haben wir denn jetzt noch? 5 Stück. Das kriegt man ja hin. Okay. So. 1, 2, 3. Alle sind dabei. Und einer ist ja sowieso das Kunstding. Gerumpel unter der Arena. Okay. Das ist neuer. Das ist mit. Das ist der mit. Wo ist. Hä? Der Metallzaun? Ist der Metallzaun? Und wo soll da was sein? Ah. Verstehe. Gut. Auf dem Metallzaun. Dankeschön. So, gleich wieder 3 registrieren. Weil ich werde sie im Mondland bestimmt brauchen. Wunder kann ich keine versprechen. Ja, ja, ist alles okay. So, einmal Tiki, danke. Und jetzt noch Quam. So. Was, es gibt keine Hinweise mehr. Ist aber doof. Dann kaufe ich sie halt. Okay. Und damit müssten wir jetzt tatsächlich alle haben. Und das ist wahrscheinlich der Versteckte da hinten im Sand. Genau, jetzt haben wir keine Hinweise mehr. Das heißt, wir können alle finden. Und das letzte ist ja eh im Wüstenland. So. Okay. Irgendwo da hinten. Stimmt, da habe ich noch gar nicht geguckt. Wo denn? Ach, da hinten? Da unten vielleicht? Oder hier? Nee, hier, das da. Nee, auch nicht. Nee. Oh, ich dachte schon, es klappt nicht. Nee. Oder doch? Nee, hier ist hier. Hm. Darf ich gerade mal die Kamera drehen? Das wäre voll nett. Irgendwo da. Aber wo? Ach, hier das Loch. Jetzt. Danke. Habe ich gar nicht gesehen. Wahrscheinlich, weil das davor bedeckt war. Danke. Wie, in wie viele Löcher man in dem Spiel reinpieksen muss. Das ist irgendwie besorgniserregend, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, hier ist gleich einer. Die 100 Münzen waren es mir jetzt kurz wert. Ich meine, komm.
Lass mich raten. Das ist die... Ach nee, das ist die Hinweiskunst wahrscheinlich. Ja, das ist die Hinweiskunst. Rumpel unter der Arena, genau. Das ist noch einer. Da fehlt doch noch einer. Drei Stück sind es insgesamt. Ah ne, dann passt's. Ne, dann ist alles richtig. Dann gehen wir hier hin. Die Hinweiskunst habe ich jetzt... Ja gut, habe ich jetzt 50 Münzen umsonst ausgegeben. Egal. So. Das ist gleich hier. Ist es auf Bowsers Maul oder muss ich da an dem Horn irgendwie was drehen? Lass mich mal dahin. Oder muss ich hier eine Stampfattacke machen, bevor ich jetzt da wieder runtergehe? Ach nee, guck mal, hier auf der Nase muss ich eine Stampfattacke machen. Der arme Kerl. Auf der Nase der Bowser-Statue. Wo führt mich das hin? Ach, wieder hier hoch. Alles klar. So. Dann holen wir uns da noch den Versteckten im Gerumpel ab. Da. Ups. Genau hier. Hey? Hier. Da. Und damit haben wir alles in Bowsers Festung. Sehr schön. Das ging schnell. Es ging auf jeden Fall schneller gefühlt wie das Schlemmerland gerade eben. So. Nee, 717. Was erzähle ich da? Und jetzt hoch ins Mondland. Da fehlt noch alles. Da haben wir gar nichts gemacht. Das bedeutet, wir werden da jetzt sehr viel Spaß haben. Hehe, yay. Das Mondland. Oh Gott, ist, und da ist auch noch so ein Quark. Oh nein. Das ist ja alles. Verdammt. Und Luigi ist auch mit seinem Ballon da. Okay. Ich glaube, das ist mein gesuchtes Kunstding. Es ist nur die Frage, wo genau war... Da war der Mond. Mit Hutland-Kunst gefunden. Das Hutland ist komplettiert. Und das Kapitän Toad? Du hast Bowser besiegt. Nun ja, das gelingt dir ja eigentlich immer. Aber trotzdem, gute Arbeit. Ach, und ich bin derweil auch nicht untätig gewesen. Ich habe einen Mond für dich aufgetrieben. Das war jetzt, glaube ich, tatsächlich das letzte Mal Kapitän Toad. Unser Planet ist ja so schön. Ja. Ich halte fest, 32% mehr blau als grün. Und da ist mein Taxifritze. Das ist doch unglaublich. Du hier oben? Wir beide sind seit dem Wüstenland ja ganz schön weit rumgekommen. Findest du die Sterne nicht auch wunderschön? Apropos Sterne und so. Ich habe hier was für dich. Ein Urlauber im Mondland. Besser geht's ja fast nicht. Aber wie wär's mit, ich hab's einem Land, wo es die seltensten Pilze überhaupt gibt. Nichts leichter als das, mein Freund. Ich weiß den perfekten Ort für dich. Vorher muss ich aber noch tanken. Also Pilzkönigreich. Okay. Aber wo will der hier oben bitte schön tanken? Das ist jetzt... Ja, egal. Ich würde sagen, bevor wir irgendwas weiter jetzt machen, gucken wir, dass wir da hinten den Mondquader aktivieren, sonst laufen wir eh wieder 50 Mal im selben Ort rum. Ich vermute, dass da in der... Ganz da oben sind die Münzen. Oh Mann! Hui! Und au. Das war nicht so produktiv.
Was bist du für ein hässliches Viech? Geh baden. Das ist, glaube ich, auch der letzte. So, weg damit. Brauche ich nicht. Okay, das sind nicht so viele tatsächlich. Das ist gut. Oh Gott. Ups. Ups. Yeah. Und nochmal ein. So. Ich komme mit der Schwerkraft nicht zurecht. Was ist das da oben? Da komme ich so. Ich muss mir einen anderen Weg einfallen lassen. Oh. Ups. Oh, ups. Ich mache alles kaputt hier. So, du Kollege, kannst mir doch bestimmt ganz kurz helfen, dass ich da oben an diese lila Münzen komme. Und ein Herz kriege ich auch noch. Das ist aber nett. Warte mal. Ich brauche dich gar nicht. Du gehst einfach mal weg. So. So. Erledigt. Und da hinten war die Sphinx, ne? Ich erinnere mich. Okay, was willst du wieder für Fragen? Bin mal gespannt. Okay. Welche Art von Blume hat der Reisende der Braut dargeboten? Das war... War das das Raketengewächs? Ja, gell? Ja. Gut, wir dürfen rein, aber ich kenne dich. Du willst noch mehr Fragen beantwortet bekommen. Welche Tiere finden sich nicht in diesem Land? Hasen, Frösche, Hunde, Schafe. Schafe? Okay, also gibt es auch Frösche hier. Dann kann ich vielleicht so irgendwie auf den Mond kommen. Die Objekte, die vom Himmel fielen und über alle Länder verstreut wurden, waren welchen Gesteins? Mondgestein. Okay, letzte Frage. Wo befindet sich der Geheimeingang zum Hochzeitssaal in diesem Land? Hä? Im Saham, was? Es ist die Seitentür unter der Glocke über dem Schatten. Dann könnte ich mir eher unter der Glocke vorstellen. Richtig, aber... Okay. Noch eine. Yes, es. Beantworten wir diese abschließende Frage. Wie bin ich in dieses Land gelangt? Per Luftschiffsegel? So wie wir dich da unten gesehen haben. Okay. Alles klar. Dankeschön. Mondquiz, fantastisch. Sonst fliegt sie dauernd nur mit diesem komischen Segel rum, also muss es ja die Antwort gewesen sein. Es hätte sonst alles andere echt keinen Sinn gemacht. Teleportieren, ja. Teleportieren geht natürlich auch, aber... So. Gut. Haben wir das. Dankeschön, liebe Sphinx. Hier ist irgendwo ein Mond. Ein Mond. Mondbadermond. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, darf ich mal auf deine Nase? Das war irgendwie klar. Ich habe den Schein gehört und habe das X auf der Karte gesehen. Seitlich der Klippe versteckt. So. Da wäre ich theoretisch einfacher dran gekommen, wenn die Sphinx jetzt noch da geblieben wäre, aber egal. So, aber da die Sphinx ja jetzt eigentlich schon hier ist, bezweifle ich, dass ich hier irgendwas sehen kann. Also, schau bloß nicht in die Sonne, du tust nur deinen Augen weh. Ach so. Da ist auch eine Sonne. Da ist die Odyssee. Muss ich irgendwo auf die Erde gucken vielleicht? Das könnte tatsächlich sein. Glaube ich nicht. Ich gehe mal wieder runter. So. Komme ich da hoch? Die war aber vorher nicht da. Sonst hätte ich nicht durch diesen Tunnel gemüsst. Ich vermute, mal im Tunnel wird auch noch was sein, aber ich möchte erstmal hier oben alles
sammeln und dann gucken wir da unten weiter. So, wir haben rausgefunden, dass unter der Glocke ein Geheimgang ist. Ach, und das sind meine Koopa-Freunde. Yay. Dann machen wir das noch schwind. Dann haben wir es hinter uns. Ich weiß nicht, am Anfang war es cool, aber inzwischen nervt es irgendwie nur noch. Ach, da. Okay. So, ein bisschen Fahrt aufnehmen. Oh! Nein! Ich dachte, da ist Land. Oh nein. Ja, das war nicht so berauschend, ich weiß. Aber warum habe ich jetzt... Warum habe ich es weggedrückt, ich Idiot? Ja, ich muss ja. Ich kann nicht probieren, ich muss ja. Du zwingst mich ja dazu, weil du mir einen Mond gibst. Und ich brauche den ja. So tu nicht so. Also die Idee ist natürlich gut, aber ich muss natürlich halt auch dahin, wo die Brücke ist. Sonst geht das nicht. Ach, guck mal hier. Das kann ich doch benutzen. Nimm's mit. Hui. So, nehmen wir die auch gleich. So. Komme ich da jetzt hoch? Mit Wandsprüngen, oder? Ja. So. Und da bin ich. Puh. Okay, für den Standard reicht's. Ob es für den Experten reicht, weiß ich nicht. Das sehen wir jetzt gleich. Bading. Okay, ja. Lass mich einfach rennen. Der Ansatz war ganz gut, vor allem halt auch mit den Turbo-Blumen, dass wir das gemacht haben. Aua. Erstmal den Finger anboxen, das ist immer eine gute Idee. Kann ich nur empfehlen. So, den nehmen wir mit. Und die nehmen wir auch mit. Das war schlecht, das war sehr schlecht. Und die mit. Oh, 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 oh. Komm schon. Nein! Da ist der Goldene. Jetzt aber schnell. Oh. Ich habe viel zu lange gebraucht. Oh Mann. Plötzlich kommt er da angescheißert. Danke. Sehr gut. Dann haben wir das auch hoffentlich jetzt geschafft. Ich glaube, aber im Pilzkönigreich waren die auch nochmal. So, hi. Na? Also wenn ich irgendwann mal heiraten sollte, dann gehe ich auch hier hoch. Ist eine tolle Atmosphäre hier. Das kann ich euch versprechen. So. Warum sammle ich jetzt eigentlich solche Dinger schon wieder ein? Niemand hat mich nach meiner Erlaubnis ge... Oh, süß. Niemand hat mich gefragt, ob ich das überhaupt will.
Hier ist Peach. Wie kommt die hier hoch? Oh. Warte. Upsala. Wie wunderschön, unser Planet dort. Direkt vor uns zum Greifen nah. Ich frage mich, wo Telinchen liegt. Von hier oben aus gesehen ist meine Heimat sicher ganz winzig. Oh, dieser Mond segelt aus dem All direkt in meine Hände. Möchtest du ihn vielleicht gerne haben? Natürlich. Sehr schön. Ich war ganz schön lange weg. Jetzt sollte ich nach Hause, sonst machen sich alle anderen womöglich Sorgen. So. Kurz was geguckt in den Einstellungen. Kann ich da ganz nach oben? Ja, muss ich sogar. Ich hab's gesehen. Na, oh Gott. Warte, das muss ich anders angehen. Ich muss auf Cappy drauf, aber dies mit der Schwerkraft kriege ich irgendwie nicht hin. Ah! Verzweiflung! Verzweiflung! Warum gehst du wieder weg, Cappy? Mensch! Ich halte das doch gedrückt, so wie immer. Es klappt einfach nicht. Mann. Jetzt gehe ich dahin. Bin jetzt beleidigt. Nicht mal das kriege ich hin. Oh Mann. Bin gerade leicht am Verzweifeln an meiner Sprungfähigkeit. Auf der weißen Spitze. So. Was bist du denn? Du bist ein Mondbringer, danke. Geheimnisvolles Flugobjekt. Ja, da ist ein Frosch. Das brauche ich. Genau dich brauche ich jetzt, danke. Ach du heilige Scheiße. Wie hoch kann denn der springen? Vor allem, ich springe nur normal. Das heißt, wenn ich jetzt schüttle, dann springt er. Ach du. Oh Gott. Der springt extrem hoch. So. 2 fehlen noch. Ich gehe jetzt einfach mal ganz schwer davon aus, dass hier oben noch einer ist. Oder auch nicht. Doch, da. Noch nach runter. So. Okay, einer fehlt. Aber wo? Bin doch jetzt die ganze Kirche hoch. Oder ist hier unten einfach nochmal. Ach ja. Okay, ich sage nichts dazu. Da ist mein Mond und dann habe ich da gerade noch eine Flagge gesehen. Die möchte ich kurz aktivieren. So, Hochzeitssaal. Nein, ich möchte nicht ich möchte doch nicht aus dem Frosch raus. Mondstücke auf dem Mond. Ja, das ist ein Wortwitz. Hahaha. Was haben wir gelacht? Hat sie Angst vor dem Frosch? Nö, ne? Nö, aber sie möchte doch nicht mit dem Frosch reden. Da ist er dann zu eingebildet. Hä? Warum hängt da ein Foto von Bowser? Warum macht man sowas? Oben im Gebälk. Okay. Warum macht man sowas? Dieses Porträt habe ich schon mal gesehen. Ach, kann ich da wahrscheinlich den Kampf wiederholen? Da sollte ein Gemälde hängen, oder?
Vermutlich. Das ist das Forstland. So. Der Abwasch scheint soweit ja unter Kontrolle zu sein. Reinigungsvorgang im Gange. Ich sauge hier ein wenig für Ordnung. Was ist mit dir? Ich habe mir den Bauch mit Kuchen und Häppchen vollgeschlagen. Jetzt ist mir leicht blümerant. Ist ein Doktor anwesend? Okay, ich muss Dr. Mario werden. Ach Gottchen. Ein toller Ort um Zaran, oder? Eines Tages. Ja. So. Eines Tages vielleicht. Das kann schon sein. Aber irgendwie geht mir die Musik gerade auf den Geist. Ich will wieder raus. Danke.